Stuggi TV. Deine Stadt. Dein Sender. Egal ob konsumieren, dealen oder anbauen. Cannabis ist in Deutschland verboten. Der Deutsche Hanfverband möchte das aber ändern und fordert die Legalisierung von Marihuana. Was denkt ihr darüber? Wenn Alkohol legalisiert ist und Alkohol hat eigentlich schlimmere Auswirkungen als Cannabis, dann sollte auch Cannabis legalisiert werden. Ich würde es nicht gut finden, weil es manche übertreiben. Was das Schlimme wäre, dass dann kleine Kinder zu Älteren gehen und sagen, kauf mir mal ein Gramm dies, das. Und die sind 14, 15 und rauchen dann Gras, das ist auch nicht so gut. Es gibt halt viele Jugendliche, die damit dealen und das sind halt richtige Probleme halt, weil die kommen da halt dann wirklich auf die schiefe Bahn damit. Es wäre halt wahrscheinlich einfacher, einfach bei bestimmten Krankheiten da dran zu kommen, dass sie halt auch nicht mehr so viel machen müssen dafür, so viele Untersuchungen und alles. Also wäre vielleicht auch besser für die Medizin. Ich denke jetzt nicht, dass man... Das ist etwas Positives, wenn Staat wäre, wenn man sagen würde, okay, wir führen das jetzt ein und es ist legal, um natürlich dann die Wirtschaft zu kurbeln praktisch. Ich denke nicht, dass das was Gutes wäre. Ich habe mal geraucht, aber nicht mehr, weil man es einfach nicht machen kann hier in Deutschland. Würde ich in Holland wohnen, ey, da wäre ich jeden Tag auf Wolke 7. Ich kenne Leute, die das konsumieren und ich versuche denen dort meistens zu helfen und sage denen auch ehrlich gesagt, hört auf. Aber jeder entscheidet über sein Leben, man kann so viel sagen, wie man will.